Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit mir im Toto AK, Thorsten beim Clan Truvarius. Und ihr seht selber, wir sind Clan Level 12. Wunderbar, wir haben es geschafft. Wir hätten es auch mit einer Niederlage geschafft, aber wir haben den letzten CK gewonnen, wenn auch ähm, am Ende deutlich und mit etwas Glück, weil der Gegner hier und da doch kurzfristig gefehlt hatte, also Zehner auf Neuner und ähm, wir machen aber erstmal die wichtigen Sachen und zwar ist meine erste La auf Level 8 fertig, das heißt, wir haben sie jetzt erstmal Max Level, das ist meine erste Max Level Dev in diesem Spiel erstmal überhaupt, mal gucken, wann Supercell die anhebt, ich finde die wirklich krass, diese Luft abwehren. Jetzt habe ich mich gerade verklickt. Und muss sagen, dass ähm, ja schon die zweite hochgeht. Die habe ich heute im Laufe des Tages angestoßen. Ich habe also immer mal wieder einen Farmangriff gemacht. Nichts Wildes muss ich dazu sagen. Hab halt zugesehen, dass ich irgendwie mit so ein paar Truppis immer ein bisschen Gold reinkriege. Dass ich zumindest dem Bob auf die Reise schicken konnte, denn ich bin relativ pleite bis aufs Dunkle. Habe wieder einen Bob frei. Das heißt, ähm, das nächste, was eigentlich kommen muss, ist eine Kanone oder ein Archer Tower. Da muss man gucken. Die gehen jetzt ja schon in die zweite Runde. Was mich aber ganz besonders stört, ist hier oben. Da oben habe ich ja eigentlich schön was bewachsen, so schön diagonal immer. Und nein, hier wächst mir ein Busch. Das passt mir natürlich gar nicht. Da muss ja am besten Weihnachtsbaum hin. Da müssen wir auch noch ein bisschen warten. Also normaler Baum tut's auch und ähm, Deswegen machen wir hier erstmal diese beiden Sachen hier weg, damit hier Bäume wachsen können. Denn Bäume mache ich eigentlich nur dann weg, wenn sie so schlecht stehen wie dieser hier. Alle anderen, die hier relativ ähm, an der Kante stehen, mache ich, lasse ich in der Regel stehen. Und so viel wächst ja auch nicht. Dann ist die Base nicht ganz so, so verwaist und ähm, sieht nicht ganz so öde aus, weil diese Deko-Sachen habe ich mir mal zwar geholt, aber ich hole mir jetzt keine weiteren. Nichtsdestotrotz. Wir gucken uns ein bisschen die Kämpfe an, denn es waren noch ein paar sehr, sehr gute Kämpfe dabei, auch von Leuten, die wir noch gar nicht gesehen haben hier im CK. Und äh, deswegen steigen wir hier unten ein beim, okay, Eigenlob stinkt, wir steigen ein beim Barfuß. Barfuß wieder mit Go-Hock, wie schon angekündigt. Ähm, Habe ich ja diese Base, das war jetzt ein bisschen doof, schlecht gelockt, muss ich sagen, aber einfach mit dem zweiten Hock. Clanburg mit zwei. Babydrachen und zwei Lakaien, nicht gerade einfach. Da muss ich schon einiges an Magiern hinterhersetzen, damit ich diese beiden Babydrachen kriege. Der eine bereitet mir dann auch erst noch ein bisschen Kopfschmerzen. Da ist dann mein Golem schon fast geplatzt. Er ist sogar schon tot, aber ist nicht so schlimm. Einfach Ruhe bewahren. Der zweite Golem lebt hier noch reichlich. bäcker noch mit rein, sind auch noch mal richtig Heal Points, die in diese Base kommen. Und dann geht's hier mit Bowler in die Mitte. Pecker noch mit rein, also hier in der Mitte, da gab es natürlich auch wenig Def. Und dann äh, Surgical die Hoxie mit reingesetzt, einfach mitlaufen lassen. Und eigentlich wusste ich äh, vor diesem CK-Angriff schon, dass es ein Dreistern wird. Da können hier auch ein paar Riesenbomben liegen, wie sie wollen. Ähm ich habe am Ende auch noch den Heal geworfen, nicht dass noch irgendwas ganz Unerwartetes hinten vor dem größten Feind. Nämlich der Bauhütte hier in Clash of Clans lauert. Ja, die Bauhütten sind der größte Feind nach wie vor in Clash of Clans. Man vergisst sie, man lässt sie stehen. Es ist das letzte Gebäude, es ist das blödste Gebäude. Mal rennen die Truppen zum Anfang hin, mal zum Ende, mal kriegen sie so gar nicht. Und dementsprechend war ich da, bin ich da auf ganz, ganz Nummer sicher gegangen. Wir gehen gleich weiter in die RH9-Kämpfe. Das sind allerdings schon Zweitkämpfer, aber alles nicht so tragisch. Den hätte ich eigentlich auch mit meinem Achter-Account machen können. Ist mir aber später aufgefallen. Ich habe dann die 18 noch mit Barfuß mit zwei Sternen gemacht. Das war schon eine Maxed-Out. Level 9-Base mit beachtlichen 55%. Prozent. Fand ich für mich persönlich in Ordnung. Ein Achter kann halt nicht mehr reißen. Also drei Sterne bei einer ähm, RH9-Base ist dann schon für einen Achter eher schwer. Ähm, Horst hat sich hier entschieden, zwei Lars zu blitzen. Und dann mit vierer Drachen hier reinzukommen, ich glaube, die hat er relativ frisch. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen bei ihm. Und so relativ niedrige RH-9er kann man natürlich so wunderbar hier mit diesen äh, mit dieser Truppenkombination abräumen. Das heißt, er hat jetzt noch seine Queen, aber in der Mitte sind so viele Drachen, die kaum oder relativ wenig Beschuss kriegen. Und ähm, zusätzlich machen natürlich noch die Loons hier einiges. Dementsprechend war das hier ein relativ einfach verdienter Drei Sterner. Und wir arbeiten uns gleich mit den Angriffen so ein bisschen höher rein. Lassen wir den erstmal auslaufen hier. So, Queen noch gezündet. Und drei Sterne auf unserem Konto. Wunderbar. Ich hatte vorher schon mal reingeschaut, wen ich eigentlich zeigen wollte. Wir gucken uns den Jeneck an hier. Jeneck 1818. Da, wo ich gesagt hatte, ähm, ja, genau so bin ich nämlich mit meinem Achter auch reingekommen, einfach die Bäcker gesetzt. Und äh, die, die konnten ja gar keinen anderen Weg gehen, als jetzt rein in die Base. Von daher ist das eigentlich optimal gelaufen hier. King nachgezogen, paar Magier noch, ähm, weil da jetzt doch ein bisschen Klanburg-Truppen kommt, die giftet er. Und ähm, die Queen wird, denke ich mal, jetzt auch gleich reingehen. Jawohl, da ist er jetzt mit in der Base, Bowler hinterhergeschickt und er hat Hocks zum Finish. Ich habe den Kampf noch nicht gesehen, also kommentiere jetzt eigentlich quasi live mit. Die Packer können erstmal schön hier ihre Runde machen. Der King mit den ähm, Bowlern im, im Nacken. Die Queen geht ein bisschen andersrum. Aber jetzt kommt er schon Stück für Stück mit den Hocks. Das ist, macht er sehr gut. Also Sotschik hier rein zwei bis drei maximal pro Def dann und dann letztendlich reiten die dann geschlossen weiter äh, da kann dann auch ruhig mal ein oder zwei wegfliegen aber die Base war jetzt auch nicht so ähm, ausgelegt dass dort äh, unbedingt sichtbar irgendwo Doppelfallen sind also gehen hier alle Truppen voll im Heal noch mal durch jetzt hätten ich sag mal alle hawksro sterben können das wäre höchstens beim Cleanup dann ein Problem gewesen aber King noch voll dabei Immerhin auch schon Level 24. Und ähm, oh, jetzt habe ich den gar nicht schneller gestellt, jetzt läuft er ein bisschen schneller ab. Und dann waren das hier auch echt gute drei Sterne vom janek. der sein King jetzt aber, glaube ich, auch schon wieder auf 25 legt. Denn im Moment farmen unsere Jungs wirklich viel, viel Dunkles, um ihre Helden zu machen. Das merkt man dann auch, dass äh, wir uns die Leute ein bisschen zusammenkratzen für die nächsten CKs, weil echt wir ganz, ganz stark die ähm, Helden gemacht werden. So Cody, Cody auf 16, 15 auf 16. Cody hat den ersten Angriff auf sein Gegenüber ein wenig gefehlt. Da war er auch schon so ein bisschen, bisschen runter, äh, muss ich sagen, äh, dass nichts mehr klappt und überhaupt Clash of Clans Scheiße ist. Aber ähm, er hat dann durfte dann gleich die die 16 drauf machen, da die erst einen Stern hatte zu dem Zeitpunkt und ähm, zeigt dann hier nochmal. mal was ein richtig guter Golaloon ist, muss man sagen, ist wirklich wie am Schnürchen gelaufen hier. La mit weg, zwei Las mit weg, zwei Las nur noch da und die X-Bogen feuern zumindest nicht auf die Balance und auch nicht auf die ähm, Hunde. Aber ja, jetzt jetzt machen sie es doch. Aber er hat noch einen Hund, der jetzt einmal noch quer durch die Base fliegt auf die la nicht mehr fliegen, die ist schon weg. Deswegen tankt er hier jetzt den Rest und tat, ploppt auch leider nicht mehr auf. Das ist natürlich auch schade, wenn so ein lava und nicht aufploppt, dann fehlen so ein bisschen die Welpen. Aber er hatte hier ähm, einen, der wenigstens aufgeplatzt ist. Und ähm, so waren das hier auch für Cody. Schöne drei Sterne. Und ähm, wir hoffen einfach, dass er weitermacht, weil es ein guter Neuner ist bei uns jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Und ähm, es wäre schade, wenn so ein guter Charakter hier den Clan verlässt weil es mal nicht so richtig gut läuft dann hätte müsste ich ja schon schon oftmals gegangen sein habe ich auch nicht gemacht hier mit dem Flashloop Flashloop ist ganz frischer Zehner deswegen hat er auch schon die Bowler fertig also maximal Bowler Kasern ist der Flash jetzt Rathaus 10. jetzt könnte man natürlich sagen ja Zehner auf Neuner das ist ja immer ein Dreistern aber Flash ist auch ganz frischer Zähner. Das heißt, er hat noch 220 Truppen. Und ähm, ihm fehlen aber... Ah, nee, Zauber fehlt ihm nicht mehr. Sehe ich gerade, die hat er schon, die Schüssel, glaube ich. Nee, hat er doch noch nicht. Hat er doch noch nicht, sind vier Zauber nur. Aber es das heißt nur, immerhin vier Zauber. Und ähm, kommt hier ganz gut in die Base rein. Hat allerdings jetzt oben so ein bisschen Probleme mit dem blöden Babydrachen, die... Nerven nach wie vor, haben uns im letzten CK ja auch schon derbe abgenervt, und äh, aber er kommt jetzt richtig gut in die Mitte der Base rein, und äh, wenn man da erstmal ist, dann ist es vor allen Dingen für die Bowler ähm, nicht mehr so schwer jetzt unbedingt hier den Rest zu machen, die werden dann auch immer noch beschossen, aber meistens steht am Rand ja Einzelschaden, das heißt, das tut den Bowler dann auch nicht weh, da wäre es dann halt schon schlimmer, wenn da noch ähm, ein Wizard Tower stehen würde, der den Flächenschaden macht oder die ganze Zeit aus der Mitte so ein so Minenwerfer schießt. Super drei Sterne, also wie gesagt zehn auf neun, aber mal gerade so Rathaus zehn. Und so waren das hier tolle Sterne. So, wir gucken uns den Jere an. Jere hat relativ spät angegriffen. Das waren jetzt auch schon unsere entscheidenden Angriffe hier. Wir sind ja jetzt schon relativ hoch im Rathausbereich, nämlich auf. Nummer 13, die war sehr, sehr lange auf. Und ähm, er entscheidet sich hier für einen Queenwalk von unten gesehen über die Ecke. Kommt hier sehr, sehr gut rein in die Base. Die Mauerbrecher locken die Clanburg mit raus. Ich weiß nicht, ob das alles war. Das sehen wir wahrscheinlich gleich erst. Wie eben schon gesagt, ich habe noch nicht alle Kämpfe gesehen. Ah, es war noch nicht alles. Okay, da läuft noch eine Walküre auf seine Queen zu, aber da ist er ganz locker geblieben, hat die Queen noch nicht gezündet. Und Bola und Valkyren geben der Base jetzt den Rest hier. Zwei Sprung. Dann springen hier vor allen Dingen die Valkyren wirklich super in alle fünf Abschnitte, die wir hier sehen. Das ist natürlich klasse und da rocken die natürlich nochmal richtig im Wut durch und ihr seht selber, wie viele da jetzt noch über sind. Das war schon, ja, kein Overkill, aber es war ein guter Angriff. So. Äh, so und Ö. Äh. Wir schauen uns den Swash an auf diese Zehner-Base. ist ein bisschen klein, habe ich das Gefühl, aber er hat hier die Mauern auch doppelt geflanscht. Deswegen wirkt die Base wahrscheinlich auch immer noch wie eine RH9-Base. Und ähm, ist aber eine RH10. Wir sehen es ja an den Infernos, wir sehen es an den drei schon schwarzen X-Bögen. Und ähm, nicht unbedingt an der Größe, vielleicht war das ein kleiner Vorteil jetzt vom Swash, dass die Base nicht so groß war, denn ähm, es sind ihm schon zu Anfang relativ viel Bohler gestorben, als er sehr schlecht in die Base gekommen oder sehr zäh in die Base gekommen. Jetzt kommt re recht spät die Clanburg des Gegners, ich muss mir dieses Wort relativ mal abgewöhnen. Kommt jetzt gut, aber durch die Mitten durch, äh, durch die einzelnen Abteile hier, hat noch mal eben den letzten Wut geschmissen. Da kommen jetzt gerade so die letzten Bowler raus aus dem letzten Wut. Ich muss mal gerade vorspulen, weil ich mich jetzt gerade frage, wie hat er eigentlich hier noch drei Sterne geholt. Ah, okay, da sind natürlich noch Heiler in der Mitte, die Queen noch voll. Im Leben jetzt werden so ein paar Bola wieder geheilt. Die Heiler switchen ja, das heißt, die Queen ist voll und die Bola hatten Schaden, so dass die, die hinter der Queen und den Bolan sind, die Ziele dann wechseln, was das Heilverhalten angeht. Und dann hat natürlich so eine Base hier recht wenig Chancen, außer mit vielen Riesenbomben, die vielleicht noch nicht ausgeführt worden sind, so eine Base hier noch ähm, zu verteidigen. Die Queen noch gezündet am Ende. Sauber. Wir sind auf Nummer 11. hängen uns ein bisschen weiter in die Zweierkämpfe hier rein. Den haben wir letztes Mal schon gezeigt. Der Dayboker hat hier, glaube ich, ja, zwei Sterne rausgeholt. Das war ein guter Angriff. Wie ich fand, es sehr, hat sehr gut gefunnelt hier. Diesmal auch mit Queenwalk und Worden im Nacken. Das scheint mir eine gute Kombi zu sein. Ich kann es ja im Moment noch schlecht einschätzen, da ich kein RH11 bin. Und auch kein Petto habe. Also nicht, dass ihr glaubt, ich kommentiere das hier, weil ich auch alle Rathausstufe habe. Die habe ich nicht. Thorsten ist mein höchster Char. Und ähm, natürlich kennt man so ein bisschen Taktiken. Der Elver weiß, wie der Boden tickt. Und ähm, dann äh, kann man das Ganze auch ein bisschen mitkommentieren, auch wenn man jetzt nicht unbedingt die Rathausstufe hat. Aber ist hier wirklich gut durchgekommen. Queen, richtig schön weit, noch voll im Heal. Jetzt wird allerdings der Worden geheilt, äh, geheilt. geheilt. Okay. Ja. Jetzt sterben die beiden aber auch gleich relativ schnell, denn vor allen Dingen so ein tiefstehender Bogenturm macht den dann schon schwer zu schaffen. Jetzt kommt aber gleich noch der Magerturm, aber ich denke mal, die, na, war es da die Zeit? Nee, ich glaube, es war nicht die Zeit. Da sind sie beide weg. Ah, nee, doch nicht. Oh, Donnerwetter auf dem letzten Stieg. Stimmt, ich habe es auch im Chat gelesen, weil das noch richtig viele und hohe Prozent waren. Sauber. Super Angriff. Hitman auf die drei, 98 Prozent. Eigentlich gehört das in die Kategorie, das ist dem Hitman zu gönnen, dass das eigentlich drei wären, äh, mit einem so gelungenen Angriff hier auf diese... Base, hier muss man natürlich jetzt auch nicht viel außen funneln, hier kommt man ja mit zwei Mauerbrecher, drei Mauerbrecher ruckzuck in die Base schon mal rein und ähm, ist schon fast am Herz dieser Base, selbst nur mit Queen und ähm, Warden ist ja wie gemacht äh, die Base für so eine starke Angriffstruppe hier und jetzt muss ich mal schauen, ich habe den Angriff nicht gesehen bisher, bisher nur gesehen, dass er 98% geholt hat und natürlich das dass Giole äh, dann im, im Clan-Chat, ähm, dass es eigentlich drei hätten sein müssen oder werden sollen oder unbedingt ähm, drei eigentlich gewesen sind. Aber ich glaube, es lag an der Zeit. Ich denke mal, Queen und Warden fressen sich da noch ganz locker durch. Da sind noch drei, vier Heiler, glaube ich, offen, beziehungsweise noch am Leben und ähm, gehen den noch mal Rei rum. Ja, da stirbt ja keiner von beiden. Bei dem wenigen Dev sowieso nicht. Und das war die Zeit. Es war nur die Zeit, zwei Lager. Okay, da hätte er auch nicht von hinten rangekommen vorher, weil der Magierturm sicherlich alles geplättet hätte, was da hinten ist. Und ähm, weil er ja im letzten CK so gut war, schauen wir mal, was er in diesem CK gerissen hat. Das ist dann für deinen wirklich schlauen Kommentar, Maste, <laughs> unter dem Video, wo du noch so geholt hast, muss man dich auf die Spur der Richtigkeit wiederbringen. Nein, ist natürlich ein Scherz. Nicht jeder macht jedes Mal nur weil er einmal sechs Sterne gemacht hat im letzten CK, was uns auch nicht geholfen hat, weil wir verloren haben. Hier nur ein macht die Base ist sehr unbequem. Vor allen Dingen wegen der Mauer, wo er jetzt gerade vor ist. Hier gibt es richtig Beschuss für beide Helden schon mal. Und ähm, er ist ja jetzt noch nicht mal ähm, über eine Mauer hinaus. Jetzt steht, äh, schießt schon ein sehr tiefstehender X-Bogen mit auf die Queen. Jetzt kommt noch der Wizard Tower dazu, der ja auch nicht gerade wenig Schaden macht, weil er auch maxed out ist. Und ähm, hat noch acht Valkyren sehe ich einen Sprung und einen Wut. Der Wut kommt aus der Clanburg. Mal gucken, woran es gelegen hat, dass er den, beziehungsweise dass er nicht mehr in die Mitte gekommen ist. Denn die adler ich muss mal gerade hinschauen, wo die hinballert. Okay, die ist gerade auf dem Queen. Auf, auf dem King, Entschuldigung. Und ähm, jetzt hat er aber die adler weg und jetzt sind sogar schon Truppen in der Mitte. Aber ich sehe es jetzt schon, woran es gelegen hat. Die Valkyren laufen leider dem letzten Lager, was eigentlich gerade weggemacht wurde, hinterher. Ein Sekündchen später gesetzt, ähm, wären die alle mit reingegangen, weil das, die sind dem dicken Lager hinterhergegangen. Und wenn die das natürlich im Fokus haben, einmal, dann wechseln die das nicht mehr. Wenn es dann weg ist, ist es weg. Und er hat auch noch ein bisschen Pech in der Mitte. Die Walküre, oh, das ist nur ein Hauch. Ja, 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 das ist nur ein Hauch. Das war vielleicht noch mal eine Walkürendrehung, Dann wäre das Ding auch weg gewesen. War also eine knappe Kiste. Okay, Master, das war ein Zwei-Stern. Das Ding gestehe ich dir ein, weil hier war eigentlich das Rathaus weg. Aber es steht noch da. Hat dem Gegner aber nichts genützt. Wir haben hochgewonnen, 63:57 mit sechs Sternen Abstand und haben auch wesentlich mehr gedreisternt. Ich muss hier reingehen in die War Details. 15 Dreisterner und haben einen verpassten Angriff von wem auch immer. Hatten allerdings schon zu einem Zeitpunkt, wo wir 159 Sterne, glaube ich, hatten, den ähm, Clan Level 12 Intus, denn uns fehlten nur noch 123 EP. Ich glaube, bei 159 haben wir geguckt, da waren wir schon Clan Level 12 und jetzt ähm, haben wir schon 101, jawohl, auf die 10.000. 10.000 ist natürlich ein Wort zum Sonntag nach Level 13, aber wir legen nach. Richtig gutes Ding. Mal schauen, ob wir jetzt eine Serie hinlegen. Eigentlich haben wir es angekündigt, dass wir eine Serie hinlegen. Und wir sind ja auch schon wieder in der Suche. Man hat mich nicht mitgenommen, weil ähm, irgendeiner hat hier auch geschrieben, ja, der Toto, der der es ja nicht mit seinen Queenwalk. Das hat man ja im Video gesehen, weil ich habe heute noch geschrieben, ich schaffe RH7 oder RH8. Ihr könnt mich mitnehmen. Das wollte man denn wohl doch nicht. Und ähm, Deswegen bleibe ich ein bisschen bei meinem Farm im Moment. Das ist jetzt die letzte Truppe, die ich noch mal mit Kobolden abfarme. Danach habe ich mir entschieden, mit dunklen Truppen zu farmen, ein paar Pokis zu machen. Im Moment kann ich es mir leisten, 190.000. Das Ding ist ruckzuck voll, ist sogar schon fast voll und ähm, deswegen kann ich jetzt so ein bisschen Schwarzes einfach mal ausgeben für ein paar schicke Angriffe. Ich muss vielleicht auch wieder in Kristall zwei oder eins hoch ähm, mal sehen. Ich brauche im Moment immer Immer noch kein Elex hier, das heißt, ich habe ein paar Mauern mehr mal mehr mitgemacht. Und auch da gucke ich mir mal den Status an. Ich habe hier noch so eine alte Base. Wir schauen mal, was ich so an Mauern geschafft habe, denn es werden immer weniger. Okay, 81 Stück. Das ist schon nicht schlecht, seitdem ich RH10 bin. Also das ist schon eine coole Sache, muss ich sagen. Und ähm, in meiner Kriegsbasis sieht es dementsprechend auch gut aus. Ah, das ist die gar nicht. Das ist gar nicht meine aktive, sondern das ist meine aktive. Hier bin ich auch mal sehr penibel. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, dass ihr genauso penibel seid wie ich oder euch. Das egal ist, wie hier die Mauern wachsen. Ich gucke mir also mal die Mauern an. Ich habe ja eine nachgemacht und die wächst fatalerweise hier. Das passt mir gar nicht. Das heißt, ich nehme sie hier raus. Dann ist meine Base jetzt zwar 24 Stunden zum Angreifen gesperrt, aber das macht nichts. Hier haben wir schon eine Ecke fertig. Hier noch nicht. Dann tauschen wir die hier aus. Und ähm, haben dann unsere Base bzw. unsere Mauern wieder so ein bisschen schön synchron fertig. wir fehlen also nur noch so ein paar, dann haben wir den inneren Ring hier auf, äh, auf Level 11 Mauern. Und äh, das ist schon, eine, ich finde das eine coole Sache. Ich mag Mauern und ich mag auch Mauern maxen. Ähm, Mauern Farmen ist natürlich elendig, aber wie gesagt, da bin ich ein bisschen pingelig. Da Jede gemachte Mauer, gehe ich sofort in meine Kriegsbasis, tausche die aus, wenn die falsch gewachsen ist und ähm, aber das ist halt nur so ein ist nur so ein kleiner Splin äh, genau wie da oben mit den Bäumen jeder hat sicherlich irgend so einen Tick und äh, dementsprechend ähm, sind wir halt alle anders. Ich freue mich, dass ich euch den CK zeigen konnte, ich freue mich, dass wir Clan Level 12 geworden sind mit den ähm, man kann jetzt ja nicht mehr sagen neun Jungs. Es sind alles Warriors und ähm, wir kämpfen hier weiter 50 50 nach wie vor. Kein Platz, unser Windstrike ist eins. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Hinterlasst mir ein Abo, falls ihr noch kein Abo-Kunde von mir seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es da heißt, der Toto clasht.